Wir hatten gestern und heute die Tagung der österreichischen Gesundheitsreferenten bei uns hier im Landhaus in Innsbruck in Tirol und es war eine sehr gute Sitzung. Wir haben uns im Kreise der Länder mit sehr wichtigen Themen beschäftigt, unter anderem mit dem Thema Primärversorgung, mit dem Thema elektronische Gesundheitsakte, mit dem Thema Ausbildung im Bereich der Humanmedizin und dem Krankenstellenarbeitszeitgesetz. Und zum Zweiten ist es erfreulich, dass wir bei dieser Konferenz, ich glaube, das Thema Primärversorgung einen großen Schritt weitergebracht haben, ein gemeinsames Bekenntnis der Länder zu einer modernen Erstversorgung. Aber die Leute interessiert natürlich vor allem, was sie dann eigentlich spüren nach dieser Arbeit der Politiker und der Beamten, was bei ihnen ankommt. Und da freue ich mich, wenn wir jetzt zum Weltgesundheitstag im April dann mit T-Web starten. Da gibt es eine Telefonnummer, da kann man anrufen. Da wird einem bei gesundheitlichen Anfragen weitergeholfen. Da wird direkt gesagt, man muss noch nichts machen, soll es zu Hause mit etwas Hausmittel probieren oder man soll in die Ambulanz oder zum Arzt oder man schickt den Rettungswagen. Ist uns gelungen, eine hervorragende Tagung gemeinsam zu machen mit ganz wichtigen Beschlüssen, weil damit wir in Wien gemeinsam auftreten können. Und darüber freue ich mich, dass ich das federführend machen durfte. Und es freut mich einfach über das Ergebnis, was wir erzielt haben. Und es war ein guter Tag für das Gesundheitswesen in Österreich und ein guter Tag für das Gesundheitswesen in Tirol.